Johann Lialo und weiter geht's mit Karl schnell wie der Blitz. Wir sammeln erstmal wieder hier unsere Kohle ein. Das ist ja A und O hier in der App. Aber da brauche ich euch ja nichts erzählen. Dann würde ich sagen, checken wir erstmal die Werkstatt ab. Gucken, was da so geht, welches Auto wir aufgepimpt haben und. Das checken wir natürlich auch gemeinsam ab. Erstmal sammeln wir hier noch ein paar XPs ein. Hier pennen sie schon wieder. Das können sie aber knicken. So, dann gehen wir zur Werkstatt. Checken einfach mal ab, was da drinnen so los ist. So. Na, rüber. So, da haben wir Guido. Den hatten wir gerade im Training, beziehungsweise haben wir den hier upgraded. Das Upgrade ist beendet. Sehr schön. Dann können wir den aber auf jeden Fall gleich nochmal losschicken für 4100. 3 Stunden dauert's. In der Zeit können wir jetzt aber erstmal ein bisschen zocken. Da würde ich sagen, gehen wir hier auf Event und gucken einfach mal, was wir sammle EP-Sterne mit Flo. Gut, das machen wir natürlich. Zocken wir gleich mal eine Runde mit Flo. Gucken, wen wir da als Gegner und suchen. Da sind wir flexibel. Ah, da haben wir gleich einen Bulli, haben wir am Start. Fahren gleich mal eine Runde, gucken, ob wir was packen. Gucken, ob wir einen coolen Start hinlegen. Das ist natürlich auch eine interessante Kiste. Und dann werden wir einfach mal abwarten, Tee trinken und checken, ob wir so ja Erster werden können. Mal gucken. Yeah, erstmal ein super Start wieder hingepackt da. Und dann jetzt auch schon weiter hier. So, dann machen wir unseren ersten Trick. Doll war er zwar nicht, aber der zählt als Trick, von daher alle super, alle Paletti. Der zweite Trick ist auch absolviert und jetzt kommt mit Sicherheit auch nochmal der dritte. Jo, da ist er. So, hier haben wir gleich nochmal den vierten, den wir noch mit ranklatschen. Und dann sind wir auf der Zielgeraden und fahren natürlich als Erster durch Ziel. Der Sieg ist unser. Sehr schön. Wie viele XPs haben wir? 180, 222 XPs. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr, wenn ihr noch im Kopf habt, am höchsten nach dem Rennen, wie viel XPs ihr bekommen habt, was euer höchstes war. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr noch wisst. So, außerdem würde mich auch mal interessieren, welches Auto ihr am coolsten findet in Cars. Also hier in der App, welches ihr am liebsten fahrt. Ich finde Guido echt cool, weil der ist so klein und hat echt so viel Power unterm Hintern. Finde ich, ist echt eine coole Kiste. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr so denkt, welchen ihr am coolsten findet und. So, dann jetzt hier auch schon weiter eine Kurve, zack, und der zweite Move, den haben wir auch gezogen. Dann kommt hier eine langgezogene Links-Rechts-Schikane und hier die Steilkurve. So, jetzt kommt hier so ein halber Looping. So, dann sind wir auch schon im Ziel und das wieder mal als Erster, so wie es sein soll. Gehen hier auch auf Fortfahren, gehen hier auf Fortfahren. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal ruf auf unser Event, sammeln das natürlich ein und checken mal ab, was wir als nächstes machen müssen. Gewinn mit Guido 6 Rennen, alles klar. Das ist unser nächster Aufgabe und was ist hier? Fahren mit Guido ein Rennen gegen andere Spieler. Wie soll ich denn das machen? Ich habe da ja keine Freunde hier drin, oder? Probieren wir das einfach mal aus. Checken einfach mal ab hier, was hier so geht. Jo, ein schwerer Gegner. Wir checken es trotzdem. Gucken, ob wir packen. Wäre auf jeden Fall eine richtig bombastische Sache. Naja, mal gucken. So. Yeah, auf jeden Fall ein guter Start. Trotzdem ist der uns weggefahren. Aber wir sind wieder vorbeigezogen. So, sehr schön. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall keinen Fehler machen, um das Rennen irgendwie noch für uns zu entscheiden. Müssen wir mal gucken, was hier noch so geht. Auf jeden Fall ist es eine heftige Strecke, glaube ich. Die war ja nicht so leicht zu fahren. Aber bis jetzt sieht eigentlich alles super aus für uns. Von daher ist alles schick. So, wir sind im Ziel. Das als Erster. Den Gegner haben wir auf jeden Fall richtig fertig gemacht. 316 XP ist echt schon derbe. Freue ich mich. So, dann haben wir den nächsten Teil vom Sticker am Start und können natürlich gleich mal gucken, ob wir noch irgendwas erledigen können. Besitze 2 Windkraftturbinen. Okay.
Naja, dann würde ich sagen, fahren wir einfach noch ein bisschen mit Guido hier. Auf dem habe ich gerade ein bisschen Bock. Dann suchen wir uns noch einen Gegner, der relativ schwierig ist. Oder, was heißt schwierig, der vielleicht ein bisschen stärker ist. Aber sieht nicht so aus. Finden wir Ken. Sieht natürlich auch mau aus. Hier sind halt nur relativ leichte Gegner. Können wir nicht ändern. Müssen wir so ihn nehmen. Drauf wir schießen. Checken einfach, was hier so geht. Gucken, wie wir uns hier einen Hook schlagen. Mal sehen. Komm schon. Yeah, super Start. Aber er bleibt dran, ne? Aber jetzt sind wir weg. So, der erste Move ist gezogen, der zweite gleich hinterher. So, dann kommen wir hier auf der langen Geraden gleich rechts und noch eine Rechtskurve. Jetzt kommt der zweite Trick, den haben wir auch erfolgreich absolviert. Jetzt kommt eine S-Kurve und dann kommt schon der vierte Trick. So, dann sind wir im Ziel und das wieder mal als erster. Ein 16er Kombo haben wir hingepackt. Alle Paletti, alle top, alle schick. 288 XP haben wir jeden auf Fortfahren. Und dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal noch eine Runde. Suchen uns nochmal einen Gegner. Hier haben wir ihn. Den nehmen wir doch gleich. Mann, bleib hier. So, dann fahren wir gleich mal noch die letzte Runde. Unser Sprit ist nämlich gleich am Arsch sozusagen, also komplett leer. Yeah, super Start. Oh, da haben wir uns auf jeden Fall gut auf die Schnauze gepackt. Aber auch halb so wild, wir sind noch Erster, von daher brauchen wir uns da keinen Kopf drüber machen. Passiert halt, passiert den Besten. Euch mit Sicherheit auch schon, denke ich jedenfalls mal. Also perfekt ist ja keiner, von daher drauf geschissen, wie gesagt. So, dann sind wir hier am nächsten Trick. Den ziehen wir natürlich auch gleich mit unserem Guido und sind dann noch gleich auf der Zielgeraden und fahren als Erster durchs Ziel. So muss es laufen, so soll es sein. Alle schick, alle top, alle Paletti. 212 XP haben wir eingesammelt, dann nehmen wir hier auf Fortfahren. Und dann sind wir auch erstmal wieder durch für heute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, wieder mal zuzuschauen bei Cars schnell wie der Blitz. Im nächsten Let's Play werde ich euch auf jeden Fall wieder zeigen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.